mein Name ist eigentlich Tobias Krüger, aber seit ich mich entschieden habe, als Mönch zu lesen, ist mein Name Franz. Ich bin der Heiko Gärtner und ich habe keine Namensänderung hinter mir. Also der Plan ist, dass wir einmal komplett um die Welt zu Fuß gehen, also als ja, so wie das früher die Bettelmönche gemacht haben, in Form von so einem Medizingang. Also, dass man halt wirklich im Urvertrauen, also ohne Geld unterwegs ist, von dem lebt, was einem das Leben eben so bietet und auch nur zu Fuß unterwegs ist, keine anderen Verkehrsmittel, außer natürlich, man will irgendwie übers Wasser, da wird es schwierig. Und unsere Idee ist, jedes Land und jeden Kontinent einmal zu durchwandern und in Kooperation mit verschiedenen Sponsoren und Partnern, dass wir jeden Kilometer, den wir auf die Weise zurücklegen, 4 verschiedene soziale Projekte unterstützt werden. In der Kindheit war es schon da. Also du hast gewusst, du wirst irgendwann mal um die Erde ziehen. Dann gab es natürlich viele Mechanismen, die gesagt haben, das kannst du nicht machen, du brauchst ja Geld, das ist viel zu teuer. Und irgendwann, wo wir immer mehr mit den indigenen Völkern zu tun gehabt haben, haben wir auch mitgekriegt gehabt, okay, die benutzen ja gar kein Geld. Also die haben immer gesagt gehabt, der Fuchs geht auch nicht zur DAX-Bank und holt sich da einfach ein bisschen Geld ab. Also wir haben 4.800 essbare Wildpflanzen, es gibt 1,2 Millionen essbare Tierarten. Warum habt ihr eigentlich immer so Angst, ohne Geld zu leben? Und das hat uns irgendwann dazu motiviert, nachdem wir Tagebücher von einem alten Medizinmann gekriegt haben, der 60 Jahre um die Welt gezogen ist. Das wäre doch genau unser Ding. Also bislang sind es 18.000 Kilometer, ein bisschen mehr, die wir zurückgelegt haben. Und angefangen haben wir am 01.01.2014, also direkt zum Jahresstart, eben von der Haustür von seinen Eltern in Neumarkt in der Oberpfalz und sind dann den Jakobsweg runtergegangen durch Frankreich bis nach Santiago de Compostela und dann weiter nach Portugal, durch Spanien logischerweise dann wieder zurück Richtung Monaco, Italien, sind dann nach Rom, Assisi und dann durch die ganzen ehemaligen Jugoslawienländer bis nach Griechenland und dann über Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ukraine, Ungarn, Slowakei, Polen, Tschechei, Österreich und jetzt wieder ein Abstecher nach Deutschland und weiter geht es dann Richtung, also nochmal durch Frankreich durch und dann Großbritannien und im letzten Jahr von Europa wird dann Skandinavien dran sein. Jeder hat ja so seinen Keller des Grauens, also wo diese seelischen Leichen drin liegen, wo man sagt, man hat komische Sachen erlebt und es hat einen geprägt. Wenn man jetzt auf so eine Seelenreise geht, also wo man sich immer näher betrachtet, also sein So-Sein, dann ist es nicht mehr so, dass man mit einer kleinen Kerze reingeht, sondern einen Flutlichtstrahler reinstellt. Bedeutet natürlich, dass man ab und an dann echt die Krise kriegt, was man alles zu sehen bekommt. Man streitet sich natürlich auch. Das hat aber immer den Grund, immer mehr zu sich zu finden. Also wer bin ich wirklich? Und auf dem Weg haben wir uns ganz bewusst entschieden, auch zu gehen. Und auch wenn es mal Tiefen gibt, ist es trotzdem so, dass wir wissen, dass es heilsam ist.